Die CMT in Düsseldorf, ja, sie bietet ganz versteckte Dinge, die man gesehen haben muss. Eines der schönsten Fernreisemobile der Welt, ja, die steht hier. Kashmir Overlander. Und ich sag mal, Zweckmäßigkeit ist ja eins, aber schön soll es auch noch sein. Und ihr habt alles zusammen ein bisschen versucht zu kombinieren. Guido, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Guido Riedel. Ich bin einer der Geschäftsführer von Kashmir Overlander. Und unser Konzept sieht halt vor, dass wir eine hohe Geländefähigkeit haben, kombiniert mit hoher Autarkie. Und dabei legen wir großen Wert auf ein wohnliches Ambiente innerhalb der Kabine. So, die Leute sollen sich wohlfühlen, trotzdem soll es zeitlos sein. Ich durfte gestern schon mal ganz kurz reingucken. Es hat mich ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Du findest ja viele Konzepte, die nett sind, aber auf einem Iveco, muss man sagen, ein extrem geländegängiges Reisemobil. Und wenn du mal den Radstand guckst, das ist fast ein VW-Bus, oder? Radstand ist etwas über 4,10 Meter. Fahrzeughöhe 3,75 Meter. Vielleicht interessant die Kabinenlänge. Kabinenlänge außen 5,50 Meter lang, 2,50 Meter breit. Und wenn wir gleich reingehen, werden wir sehen, dass wir auch eine hohe Innenhöhe haben von 2,10 Meter. 2,10 Meter. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? 1,85. Also ich bin 1,83. Dann kennst du das. Das Fahrzeug war neu, als du es bekommen hast? Das Fahrzeug ist ein Neufahrzeug. Aktuelles Modell. Permanent Allradantrieb mit drei Differentialen. Es ist ein Sechsgang. Manuell Handschaltung. So, das ist eines der besten geländegängigen Fahrzeuge überhaupt. Die Armee hat es im Einsatz, es ist permanenter Allrad und vom Feinsten eigentlich. Das heißt, du musst nicht so viel denken. Er geht immer, du kannst drei Sperren hat er? Drei Sperren hat er, ja. So, das heißt, du kannst auch geradeaus fahren, wenn du willst. Wenn es geht, ja. Nur noch. Nur noch. Das heißt, vorne die Sperre rein, da geht nämlich nichts mehr. Ja. Aber es gibt ja auch viel zu beachten dabei. Man muss auch fahren können. Also wenn man in extreme Situationen kommt, ja, sollte man Fahrtraining machen, das bietet ihr an? Das bieten wir nicht an. Ist nicht so schlimm, ja, aber es bieten einige an, die da sind. Aber ich sag mal, wer damit unterwegs sind, was sind das für Kunden? Habt ihr schon ein paar verkauft oder ist jetzt Nummer null? Wir haben eine Kapazität, wir können 3-4 Fahrzeuge im Jahr bauen. Die Interessenten, die zu uns kommen, ist ganz verschieden. Viele wollen das in 3-4 Jahren fahren bis vor, wenn sie aufhören zu arbeiten, in Pension gehen, das Geschäft verkaufen können. Andere möchten es praktisch fast sofort kaufen. Wir haben große Nachfrage an diesem Fahrzeug. Ist ja immer so, wenn du hier jetzt im Prinzip so 5-6 Stück hättest auf der Messe, die bekämst du direkt weg. Aber ich sag mal, Fernreisemobile hier auf der CMT, es gibt ja nicht so viele Anbieter. Du bist jetzt genau in der Ecke, wo es die gibt, ja, die da sind. Da ist natürlich die Abenteuer Allrad prädestiniert. Da bist du auch, oder? Da haben wir auch vorauszustellen, genau. So, und die Radgröße ist schon phänomenal. Man muss sagen, das ist Iveco, oder? Das ist Iveco pur, kann man so sagen. Wie gesagt, der Iveco ist ja auch dafür bekannt, dass er eine hohe Geländefähigkeit hat, dass es sehr stark verbiegen kann. Und natürlich haben wir auch einen Zwischenrahmen, damit man halt dann auch die Kabine, damit man gefahrlos die Kabine nutzen kann. Ja, das heißt, die Kräfte müssen ja abgeleitet werden, wenn der sich, das heißt, er ist leicht eingeschränkt jetzt von dem, was er könnte, wenn er jetzt im Baustellenbetrieb wäre, oder? Nur geringfügig eigentlich. Nur geringfügig. Was das Fahrzeug noch darüber hinaus hat, es hat ein Kältekit bis minus 30 Grad. Mhm. Und ist also auch sehr gut geeignet für das Fahren und Benutzen in kälteren Regionen. Ja, das Fahrzeug ist sehr leicht. Also im Vergleich zu vielen anderen muss man sagen, als Basisfahrzeug. Jetzt im Moment, was wiegt es? Leergewicht von dem Fahrzeug, so wie wir das jetzt hier sehen, beträgt 10,5 Tonnen, etwas darunter. Dann kommt dann der Sprit hinzu, Frischwassertank. Das Fahrzeug selber darf 15 Tonnen auf die Straße bringen. Okay, das heißt, man könnte auch jetzt hinten drauf ein Motorrad machen zum Beispiel? Heckträger ist möglich, da würde dann das Motorrad reinkommen, kein Problem. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Da ist der Zwischenrahmen, AdBlue. Jetzt in der jetzigen Ausstattung, ich fahre ja auch ein Eurocargo, er nimmt sich schon ein bisschen AdBlue. Er nimmt sich schon ein bisschen AdBlue. Das Fahrzeug verbraucht ca. 20 bis 22 Liter Diesel. Mit dem Aufbau und dem Gewicht. Also harmlos. Also wenn du überlegst, mit permanentem Allradantrieb, der kleinen Bereifung, die hier drauf ist. Ich habe keine Ahnung, was so ein Reifen wiegt. Was wiegt das? Passt. 200 Kilo, oder? 200, 220 Kilo, ja. Also das ist schon einiges. Hier sieht man schön den Zwischenrahmen. Da sind noch so Federn mit dabei. Ja, der Zwischenrahmen ist hinten an zwei Punkten fest aufgesetzt. Bei der Hinterachse und vorne halt über 2x2 Federn. Sieht man, er hat auch dieselbe Farbe leider, deswegen kann man es nicht gut unterscheiden. Ein bisschen schwierig, aber das war uns von der Farbgebung auch wichtig.
dass sie die gleiche Farbe hat, ja. Ja, es gibt für einiges zu beachten, Gewichtsverteilung, wichtiges Thema. Ja, aber das ist ja hier bei dem, also diese Fahrzeuge können ja wesentlich mehr auf die, ja, aufnehmen, als die Kabine letztendlich wiegt. Das heißt, er ist so unterfordert eigentlich, ja, im Moment. Genommen sind die, ist der Wagen unterfordert, ja. So, Drehmoment hat er auch ordentlich. Der hat einen ordentlichen Motor drin, rund 7 Liter, glaube ich, oder? 7 Liter Maschine mit 280 PS. So, Drehmoment ist ja alles. So, ich gucke mal ein bisschen rein. Ein paar Filter habt ihr eingebaut? Wir haben ein paar Filter eingebaut. Das ist der Frischwassertank, den wir da sehen. 350 Liter in dieser Form. Damit kann man bedenkenlos Oberflächenwasser aufnehmen. Das wird über 3 Stufenfilter beim Befüllen gefiltert. Und wir filtern das Frischwasser auch dann, wenn es entnommen wird aus dem Tank, über einen einfachen Filter dann. Es könnte ja schnell zugehen dann. Das heißt, ihr habt einen Grobfilter, Feinfilter, sowas? Feinfilter unten, eine Pumpe, damit wird auch dementsprechend der Druck aufgebaut. Ja, aber da haben wir, sehen wir im Moment da diesbezüglich keine Bedenken. GFK nehme ich an, oder? Genau, es ist ein Sandwich mit GFK-Platten. Sandwich außen 60 mm. 60? 60 mm, teilweise also verstärkt. Echt? Echt, ja, ja, der Boden ist 80. Der ist leise dann, oder? Der ist sehr leise und isoliert gut bei Kälte und auch bei Wärme. 60? 60 mm. Es hagelt, du hörst es nicht, oder wie? Ist das Dach auch 60 oder wie? Das Dach ist auch 60, ja. Echt? Ja, ja klar, man sieht es ja hier, oder? Man kann es erahnen, genau. Man kann es erahnen. Das Panel oder das Sandwich ist teilweise verstärkt mit Holz oder Stahl. Dort wollen wir dann halt, wenn wir zum Beispiel Oberschränke anschrauben, dann passiert das halt nicht in der Isolierung, sondern in der Versteifung. So, eine ganz kleine Rockinger, die kommt Serie mit oder wie? Die ist serienmäßig bei Iveco dabei gewesen, ja. Hier sehen wir die Anschlussplatte für den möglichen Heckträger zur Aufnahme von einem Motorrad und zusätzlichem Reserverad. Alles, was das Herz begehrt. So, man kann nicht so richtig unterscheiden, was ist jetzt von Iveco von euch, das wolltet ihr so, oder? Es soll so aussehen, als wäre es ein Werk gewesen. Das soll alles eins in eins zusammengehörig aussehen auch, ja. Weil wir auch das komplett als Komplettpaket liefern. So, ich oute mich als absoluter Iveco-Fan. Also muss ich sagen, weil die Fahrzeuge sehr robust sind. Sie sind gebaut für die, im Prinzip für die Ewigkeit. Aber man muss auch sagen, bei vielen Leuten ist Iveco noch nicht im Kopf angekommen, oder? Das ist, ich sag mal, die sagen immer, es muss denn unbedingt ein Atego sein, 4x4 oder ein, Aorox oder hast du nicht gesehen und so weiter. Das hier, die Leute müssen erstmal fahren. Ist er denn leise vorne? Er ist leise, ja. Er ist leise, es ist ein permanent Allradantrieb und was soll ich sagen? Er tut, was er soll. Auf der Autobahn unterscheidet er sich dann vielleicht von einem oder anderen Fahrgestell, das schon. Aber dafür hat er nach wie vor diese hohe Robustheit, diese hohe Geländefähigkeit und ich finde, das gehört dann auch einfach dazu. Ein kleiner Schäkel? 2 kleine Schäkel. So, man darf damit bergen. Das sind die Punkte für die Bergung? Das wären die Punkte für die Bergung, genau. So, ihr könnt natürlich alles dran bauen. Eine Seilwinde habt ihr irgendwo hier drin auf Wohnungsstand? Noch nicht. Kommt noch. Ja. So, ist so. Dann Unterfahrschutz, den kannst du hochklappen. Das ist auch so ab Werk oder habt ihr den dran gemacht? Der Unterfahrschutz ist leicht überarbeitet, weil wir das Fahrzeug noch um 300 mm verlängert haben, damit wir die 5,50 Meter Kabine draufsetzen. Wo denn? Sieht man das? Da ist die Platte. Erahnen, ja, genau. Unterhalb des Zwischenrahmens. Okay, das ist ja aber nicht geschweißt, geschraubt, habt ihr das, oder? Das macht der Fahrzeugbauer, der Bepartnerte von uns. Und das ist über die dementsprechenden Schrauben, Verschraubung erfolgt. Ja. So schön, das ist die Aufnahme. Ja, schön. Das heißt, was ist die Expertise bei euch? Also wenn ihr jetzt, noch nicht so bekannt seid, ich habe noch nicht so viel gehört, wahrscheinlich gibt es auch schon seit 100 Jahren, ich habe es nicht mitbekommen. Nein, es gibt es noch nicht so lange. Wir haben vor 5 Jahren angefangen, dass wir für den privaten Gebrauch, basierend auf Altfahrzeugen, solche Overlander-Expeditionsmobile aufbauen. Und die ganze Szene gefiel uns so gut, dass wir beschlossen haben, dass wir es professionell aufziehen. Wir haben im Januar 2022 das Fahrgestell gekauft und
dann dieses Fahrzeug aufgebaut, so wie es jetzt hier steht. Das ist quasi euer Null-Prototyp, so kann man sagen, oder? Auf professioneller Basis, ja. Ja, klar, funktioniert. Ja. Aber ihr habt wahrscheinlich einige Sachen ausprobiert, ob das in der Praxis so ist, oder? Ja, ja, genau, mit unseren Fahrzeugen, richtig. Also ich merke das ja, wenn du also Fahrzeuge 3D in irgendwelchen Programmen konstruierst, stehst dann drin, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber ich war ja drin, ja. Da habe ich gesagt, ich komme vorbei, werde es filmen, weil wir keine Offroad-Fahrzeuge oder nahezu keine gefilmt haben. Das ist schön gemacht. Da war der Laser dran, oder? Mit den Positionsleuchten, ja genau. Das ist unser sogenanntes Animal Plate, was du da siehst. Das ist so ein kleines Markenzeichen von uns. Das findest du überall an dem Fahrzeug wieder. Auch vorne an den Astabweisern zum Beispiel. So, hier siehst du auch schön das ganze Verschlusstechnik mit ganz normalen Profilzylindern. Das heißt, das kannst du auch nicht zumachen. Das kannst du auch nicht zumachen. Das ist dicht. Die macht dir selber hier die Schrauben? Nee. Die Staukästen sind nicht von uns. Das ist dicht. Die Staukästen sind auch innen drin nochmal verstärkt mit Halteblechen, dass man Schwerlastzüge anbringen kann für eine Autoküche zum Beispiel. Ich darf mal reinschauen? Ja. Aktuell haben wir hier unseren Messestaubsauger drin, aber das ist dann zum Beispiel ein solches Blech, 5 mm dick. Kann mehrere Schwerlastzüge tragen, wie gesagt, für die Outdoor-Küche oder auf der anderen Seite zum Beispiel für einen wirklich komfortablen Werkzeugkasten. Wie waren die Reaktionen jetzt hier auf der Messe? War Fachpublikum da? Man hat ja auch viele Leute, die einfach mal ein bisschen Spaß haben wollen auf so einer Messe. Und es waren viele Interessenten da, also denen das Fahrzeug sehr gut gefallen hat vom Innenkonzept her, die beeindruckt waren von dem Außenmaßen des Fahrzeuges, dass es von außen halt Offroad-mäßig aussieht, innen drin aber total cozy. Ja, wir haben durchweg gute, positive Erfahrungen oder Reaktionen bekommen. Ihr habt ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob ihr das Scharnier habt ihr wahrscheinlich nicht selber gebaut oder doch? Von der Tür, dieses Geile. Die Tür ist ein Zukaufteil, ja. Mit innenliegenden Bändern, sodass man die komplett um 180 Grad öffnen kann. Und die liegt komplett an, hier, guck mal. Und wenn die nachher geschlossen ist oder wird, dann sieht man noch keine Scharniere aus. Ja. Das ist krass, das heißt, der Dieb weiß gar nicht, wo er die Flex ansetzen soll. Irgendwie. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber wir wollten halt auch nicht, dass er irgendwas verfangen kann. Halt, so, Teil. Ich habe das Gefühl, so fünffach Verriegelung hat das hier. Warte mal, ich zähle mal. 1, 2, 3, dreifach. Dreifach Verriegelung. Ja, plus die Bänder. Edelstahl, oder was sind die Bänder? Ja, das sind richtig schwer, wiegen schwere Bänder aus. Eluxiertem Stahl. So, das ist der QR-Code. Könnt ihr mal ein Standbild machen. Hast du schon probiert? Geht der? Der geht. Okay, also könnt ihr machen. Habt eine Facebook-Seite. 100% off ist ja so, wenn du hier reinkommst und natürlich viele Leute hast, die, sag mal, sowas nicht gewohnt sind. Die Treppe, wie ist die mitzuführen? Das ist unsere Treppe für die Messe hier in Stuttgart. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt die Möglichkeit einer Aufhängleiter, einer Klapptreppe, das sind dann beides Treppen, die du dann halt auch in die Kabine mit reinnehmen kannst, abends oder in der Nacht. High-End ist eine 7-stufige Scherentreppe, die elektrisch ein- und ausgefahren wird. Du bietest alles an. So. Aber das war jetzt ein Witz, also wie ist die mitzuführen? Die könntest ja hinten auf dem Gepäckträger machen, ja. Aber die ist schon sehr komfortabel, oder? Mit dem Handlauf? Ja, die braucht auch zwei Handläufe, genau. Du willst ja nicht, dass hier einer zu Schaden kommt, ja. Das ist die Webseite, Kashmir-Overland, man kann es kaum erkennen, aber geht hier drauf, also Kashmir-Overlander.de. Ja, wir gehen am besten mal hoch, Kraftstofftank, habt ihr irgendwas gemacht? Es sind zwei Tanks dabei mit jeweils 200 Liter. Die umgeschaltet werden können. Halt. Ist das schlimm, wenn die Dieselqualität mittlerweile in Europa ist ja schon ganz gut, muss man sagen. Aber wenn der mal einen etwas schlechteren Diesel abkriegt, das ist ein modernes Fahrzeug, oder? Es ist ein modernes Fahrzeug. Beim Iveco ist es ja so, dass der Kraftstofffilter ja schon so gebaut wurde, oder dass er ja auch schlechtere Dieselqualitäten aufnehmen kann. Und auch in Afrika oder Nordafrika. So, da habt ihr auch eine Lösung. Da gibt es ja hier gegenüber jemand. Du kennst jemanden, der einen kennt, der vielleicht was machen könnte wegen dem AdBlue. Können wir uns darauf einigen? So könnte es sein. Sehr schön. Geh mal vor. Ich gehe vor. So, jetzt müssen wir leider die Leute, das haben wir angekündigt, dass wir kommen. Müssen wir rausschmeißen. Aber haben wir vorher aber gesagt. Hi. Hi. Ja, hallo. So, jetzt müssen wir mal rein. So leid es mir. Darf ich euch mal was fragen? Ist das okay? Ja. Sag mal, ihr seid jetzt hier drin. Wie ist das Feeling? Ja, schön hier räumig. Ich finde es richtig klasse. Ja. Es ist ja ein Offroad-Fahrzeug und es wirkt nicht wie so ein typisches, weißt du, sondern es ist richtig edel, oder? Wir finden eigentlich das Raumgefühl sehr schön. Also die Decke ist höher.
Und große Fensterflächen, hat uns sehr gut gefallen. Ja, das Fenster geht auch richtig schön auf. Das ist klasse. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr fahren. So viel habe ich ja noch nicht gehört. Ja, auch die Kaffeemaschine in Rot, das gefällt dir, oder? Ich bin kein Kaffeetrinker. Ich auch nicht. aber eher. Nee, das war jetzt Spaß. Die hast du natürlich in Rot gekauft. Warum wir reingegangen sind, wegen der Kaffeemaschine. Echt? Nein, Spaß. Entschuldigung. Ihr klingt so ein bisschen, als kämmt ihr aus Bayern. Baden-Württemberg? Nee. Wo kommt ihr? Also ursprünglich Berlin, aber Stuttgart. Stuttgart, okay. Das ist ein Dialekt, frage ich jetzt nicht. Ich muss euch leider, ich hoffe, ich werde jetzt nicht hier den Auftrag versauen, deswegen, aber das ist so, schön. Also, dass ihr gucken kommt, wir haben mal draußen ein bisschen drüber gesprochen. Ist dir bekannt, der Iveco, wie geländegängig der ist? Weil ich kenne den sehr gut. Nee, Iveco nicht bekannt, andere ja. Unfassbar. Der ist bei der Armee im Einsatz, das ist ein Arbeitstier. Das ist wirklich, was ist normalerweise Baustelle, ist so seine Heimat oder wie? Ja genau, Baustelle wird auch, glaube ich, beim Militär eingesetzt, Feuerwehr, Katastrophenschutz. Also es ist ein unglaubliches Arbeitstier. Ich selber fahre auch ein zufälligerweise das gleiche Auto, Eurocargo, eigentlich nicht als Allrad und kriege jetzt ein Daily Allrad. Also das Daily Allrad, 3 zuschaltbare Sperren, der hier permanent. Also ich glaube, besser geht's nicht. So, dann so sorry. Ja, kein Ding. Dann trotzdem vielen Dank. Wir haben zu danken. Danke, dass wir einen Blick einwerfen durften. Gut, dann schauen wir mal draußen. Sehr schön. So, ich muss es erstmal kurz wirken lassen. Ihr habt euch viele Gedanken darum gemacht, wie man den Raum trotzdem groß lassen kann. Und Weiß ist natürlich die Farbe, um große Räume zu erzeugen. Das stimmt. Und trotzdem, dass es edel rüberkommt. Also es erinnert mich so ein bisschen an Rolf Benz, ja, die Design-Serie von Rolf Benz, kann das sein? Ja, kann sein. An den dachten wir jetzt nicht. Wir haben einfach überlegt, aus dem privaten Gebrauch her, was ist ein guter Grundriss, was ist für uns wichtig, und das haben wir halt jetzt hier in diesem Grundriss halt auch vorgestellt. Mit dem, sagen wir, mit dem kräftigen roten Polster wollten wir dann auch einen Farbakzent setzen. Du kannst mir mal einen großen Gefallen machen. Mach mal gerade hier alle Fenster zu und die Tür. Okay. Ich will mal was testen, weil bei 60 mm Sandwich, ja, und wir kommen gleich mal auf die Fenster. So, dann hast du eine Unterflur-Klimaanlage hier drin, das sehe ich schon. Eine Dometic. Das ist natürlich richtig toll. Staukasten. Genau. Da habe ich auch drin. Ja, muss ich. Okay. Ja. So, dann machen wir diese. Ah, warte mal, komm, das filmen wir einmal, dass wir das mal zeigen. Entschuldigung, wir wollen mal die Tür zumachen, bitte. Ja, wir wollen das einmal zeigen, denn diese Tür ist. Genau. Wirklich groß. Bleibst du dafür drin? Ja, ich bleib. Ich brauche dich ja anschließend hier drin. Ja, dann wir bleiben drin und mein Kollege macht dann die Tür zu. So, es kommt nämlich gleich die Ansage. Genau. Und das ist so ein Prinzip ein Lackmustest für Isolierung. Okay. So, und der Kollege macht die Tür zu. Sag mal, hier diese Scharniere, die sind doch der Hingucker, oder? Die sind der Hingucker, ja. Innenliegend, wie gesagt. Die Tür ist vollständig zu öffnen um 180 Grad und auch dementsprechend zu schließen. So, jetzt ist eh Feierabend, also das ist nicht so schlimm. Ich nehme an, ihr macht sie eh irgendwann mal zu dann, oder? Genau, später schon. Aber wir müssen im Moment noch ein bisschen die Podesttreppe, die Sicherung aufbauen. Ja, ist auch cool, wenn die Kunden nicht unterschreiben wollen, ja, dann einfach die Treppe wegfahren, Tür zu machen. Sie dürfen erst wieder gehen, wenn eine Unterschrift da ist. Aber ich glaube, so ein Fahrzeug muss ja konfiguriert werden, oder? So ein Fahrzeug wird konfiguriert. Wir haben ja hier ganz viele verschiedene Dekore. Da gibt es über 200 Möglichkeiten, die man sich auswählen kann. Das ist ja krass. Wir können flüstern. Wir können flüstern. Ja. Mach nochmal auf die Tür. Ich mach das hier nochmal auf. Auf. Mach nochmal zu. Ich mach nochmal zu. Feste mal. Mach mal ruhig mal zuschlagen. Mach mal bitte, wenn sie das aushält. Ja, ist eine Tür, oder? Ja, ist eine Tür. Die ist massiv. Genau. Boah, ey, jetzt ist ein Ruhepol hier drin. Du hast jetzt hier draußen, ist ja die Hektik pur. Richtig. Man hört nichts. Du hörst gar nichts. Also ein bisschen, ganz kleines bisschen. Aber okay. Ich habe ja hier ein Richtmikro und wichtig sind ja hier die entsprechenden Fenster. Was habt ihr da gewählt? Wir haben Extremfenster. Das sind doppelverglas, Echtglasfenster, höhentauglich, ja. Sind sehr weit zu öffnen, das hatte man vielleicht eben sehen. Sind ja auch so zu öffnen, dass man von innen oberhalb des Fensters greifen kann. Ich
sodass man gegebenenfalls das reinigen kann oder wegwischen kann. Dadurch, dass es Echtglasfenster sind, sind die dann halt, zerkratzen die auch nicht beim Wischen. Ja. Die halten. Die halten. Genau. So, ist ja auch auf der einen Sicherheit und dann natürlich auch Wärmedämmung, Kältebrücken und so weiter, das entfällt dann. Mach nochmal zu, bitte. Ja. Weil es ist, ist immer wieder ein Traum. Boah, ich bin beeindruckt. Schön, ja. Sag mal, die Staukasten kannst du die mal anmachen, bitte? Die Klimaanlage? Die Klimaanlage. Werf die mal an, weil das ist natürlich... Die Bedienungsanleitung ist... Ich liebe nämlich, das Problem ist, wenn es nämlich gleich zu warm wird, geht die Kamera aus. Ah, okay. So, das ist der, und die Staukasten, ein Riesenvorteil, die kommt jetzt gleich, also ich habe genau die gleiche. die ist sehr leise und... Die ist sehr leise, wir haben die jetzt auch hier in der Sitzbank verbaut, ja. Du hörst sie fast gar nicht, also sie ist nur leicht am Summen. Die ist leicht am Summen, genau. So, jetzt hast du auf 24 Grad, auf was hast du eingestellt? Ich habe keine Ahnung, was sie eingestellt. Mach mal 19, dann können ich wir glaube, die... Ich steht auf 21. Ja, mach mal 19 Grad. Das ist jetzt auf 19? Ja. Ich mach mal einen Test, nämlich die hat nicht so viel Power, muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen, aber wenn das gut isoliert ist, das Fahrzeug, spielt es keine Rolle. Richtig. Das ist immer so, was man reinsteckt. Das heißt, das Ding kann Winter und Sommer, das spielt keine Rolle. Das ganze Fahrzeug kann Winter und Sommer, spielt keine Rolle. Ja. Und man kann ja auch mit der Klimaanlage auch noch die Kabine selbst erwärmen. Ich meine, das Fahrzeug selber ist gebaut für extreme Temperaturen. Temperaturen, Sommer wie Winter, ja. Es verzieht sich nicht. Ich glaube, das ist sehr steif, dieses GFK. Das GFK ist sehr steif, vor allen Dingen halt dadurch, dass es ja die 60 mm hat. Dann heißt es auch über die gesamte Länge der Decke, bollt sich auch nichts aus. So, wenn du mal gerade zu mir kommst, ich zeig dir mal eine kleine Sache, die ist dir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Du hast eine optische Raumerweiterung durch diese hochglanzlackierte Decke. Ist das Absicht? Oder war das Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Wir wollen halt die Höhe, die wir haben von 2,10 Meter, halt nochmal dadurch unterstützen, dass wir halt diese hochglänzende Decke haben. Das ist für den Spiegel. Wir haben auch ein indirektes Licht. Ja, man weiß nicht, wo die Decke endet. Deswegen, das ist ja ganz krank. Das habe ich noch nie gesehen. Echt nicht? Das ist so eine Infinity-Decke. Die ja. Du stehst da drunter, du denkst, das ist der Himmel. Guck mal hier durch. Ja. Also es kommt eigentlich noch krasser, wenn du ein bisschen näher rangehst, ja, stimmt. Weil sich das komplett spiegelt drin. Guck mal. Ja, da hast du recht. Das ist eine geile Idee. Ja, danke. Weil Spiegel erweitern ja die Räume. Genau. Und dadurch hast du nicht das Gefühl, dass sich irgendwas drückt. Richtig. Nee, wir wollen halt, dass man sich hier wohlfühlt. Ne? Das ist ein wohnliches Ambiente, hohe Decke, große Fenster, große Panoramafenster, hochwertiger Möbelbau. Die Möbel sind auch so gestaltet, dass wir die Schränke zum Beispiel zu einer Seite haben, dass man über der Sitzecke selber halt sich nicht eingeengt fühlt, wenn man da sitzt. Speziell dann, wenn man das große Fenster aufmacht. Es ist ja ein pragmatisches Fahrzeug. Wir haben ein hochgradig geländegängiges Fahrzeug, trotzdem die Wohnkabine. Es gibt hier einen Durchstieg nach vorne bei dem Fahrzeug? Es gibt einen geplanten Durchstieg nach vorne. Am Fahrzeug selber ist er auch schon, steht er schon. Zur CMT haben wir es jetzt für die Kabine leider nicht mehr schaffen können. So, die Dusche ist auch sehr reduziert. Das ist total mein Style. Was haben wir denn hier? Ah, ja, separat. Trockentrenntoilette von separat, ganz genau. Und die Dusche ist rechter Hand. Eine hochwertige Armatur, wie sie auch im Haus verbaut wird. Also Lilly habe ich ja schon gesehen, Druckwasserpumpe, also Druck 2 Bar. Was macht die 3 Bar? 2 Bar, ja. Okay. So, Wasservolumen ist auch ordentlich, so können wir ja genau. So ein paar Wochen können wir den duschen, außerdem ist man ja sparsam, wenn man unterwegs ist. Man ist sparsam, aber wir haben 350 Liter Frischwasser an Bord. So, die Reinigung da unten, wie geht das? Rausheben? Nein, das ist der Duschboden, das Duschwasser geht auch über diesen Rahmen, fließt das auch ab, sodass man unabhängig ist von der Lage des Fahrzeugs. Wenn du fertig bist mit dem Duschen, abziehen, fertig. Und man kommt da ran unten drunter? Man kommt da ran, ja, da gibt es so ein kleines Werkzeug von uns, das man dann untergreifen kann für Servicezwecke. Oh, warte, ich gehe mal kurz rein. Ich habe zwar einen Rucksack an, immer noch. Ich habe dir wahrscheinlich ein Schild, bitte keinen Rucksack. Aber das spielt keine Rolle. Ich kann nicht lesen. Ja, alles ist so auf diese Erweiterung. Dieser Spiegel hat außenrum Licht in 5600 Kelvin, schätze ich mal, rein weiß. Ich habe nämlich genau das gleiche Licht gerade auf der Kamera, wenn ihr das sehen könnt. Also es ist Tageslicht. Ja, das ist sehr helles Tageslicht. Licht ist das wichtig. Wir haben ja deswegen auch ein Fenster im Bad. Auch hier sind die Oberschränke innen beleuchtet. Boah, ich sehe richtig gut aus im Spiegel. Warte mal. Das ist auch wichtig. Du kannst dich komplett rasieren. Du siehst alles. Ja. An der Seite könntest du noch Spiegel machen, oder? Zum Rasieren, damit ich nichts vergesse. Einen großen Make-up-Spiegel noch vielleicht. Ne?
Ja. So, die Schlösser, das sind Druckverschlüsse. Das ist auch eine Besonderheit. Zeig mal bitte. Welche Schlösser? Die bei uns an den Schränken. Ja, das sind... Welche Schlösser? Ja, hast ja recht, es ist ja kein Schloss, es ist ein Verschluss. Das ist eine Schließung. Warte, ich zeig das mal, wie das funktioniert. Da ist ein Druckverschluss drin, der drückt richtig drauf, dass ja nichts klappert, oder? Genau, der Vorteil ist halt, wenn ich die Tür schließe, zieht die Schließung die Tür in den Schrank rein. Das Ganze lässt sich spielfrei einstellen, sodass und verhakt sich dann hinter dieser Schlingungsleiste. Was ist das hier für Material? Pappel oder was hat der denn? Das hier ist Multiplex. Die Front ist Multiplex, die Schränke selber sind auch Multiplex, 17 mm. Das Holz, was ein Holz ist? Was ist? Birke. 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 Birke Multiplex. Das Multiplex ist ja Material, was ja wasserunterschlüssig verleimt ist. Gut, also hier passiert nichts. Außer man kann ja lüften. Das ist ja. Einen Lüfter brauchen wir hier nicht, oder? Nein, wir haben das Fenster. So, die separat, ganz normale Trenntoilette. Ganz normale Trockentrenntoilette, genau, die hat auch eine Ablüftung nach draußen. Darf ich mal sehen? Oder ist die Benutzung? Die kann man aufmachen. Die ist neu. Die ist neu und bislang unbenutzt. Das wollte ich fragen, ja. Genau. Also vorne ist Pipi. Den Tank kommt man da gut ran eigentlich? Ne? Den Tank kommt man gut ran. Zunächst also im Gebrauch. Achso, man setzt sich drauf? Man setzt sich auf und dann automatisch. Öffnet sich der Festkörpertank. Mhm. Ja, und dann ist vorne Pipi. Fürs Urin das Flüssige und man sieht noch die Absaugung für den Feststofftank. Und beides kann man halt so entnehmen und dann entleeren. Gut, funktioniert in der Praxis ganz gut. System mit Streu, wie funktioniert das? Dann ohne Streu. Ohne Streu, eine Tüte nehme ich raus. Genau, ja. Okay, nach jedem Mal Tüte? Das hängt ganz davon ab, wie empfindlich man ist, denke ich. Ach, es wird ja abgesaugt und getrocknet. Wird abgesaugt, aber nicht getrocknet. Aber abgesaugt? Abgesaugt. Kommt nichts raus? Genau. Die ganze Zeit läuft das Ding? Nein. Das ist eine gute Frage. Es gibt da eine Entlüftung für den Geruch halt. Ja. So. Also ich frage jetzt auch nichts mehr Böses, ja, weil das ist okay. Du bist ja nicht der Herrscher der Toilette, ja. Genau. So, Victron Energy lässt grüßen, ein komplett offenes System, das ist ziemlich cool, du kannst alles damit verbinden, auch natürlich Victron-Geräte. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, das Fahrzeug selber ist ja gaslos. Nee. Doch. Weißt du, was mich total irritiert, ist diese spiegelnde Decke. Okay. Stell dich mal hier hin, bitte. Komm mal her. Zu dir. Komm mal her und guck mal in das Display. Siehst du das? Wahnsinn. Das ist so krank. Du denkst wirklich, es wäre doppelt so hoch. Als ob wir irgendwie in so einem Chris Nolan-Film wären. Nein, das Geile ist, die Decke ist Infinity. Ja. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Ich stehe hier drin und du hast das Gefühl, du stehst unter freiem Himmel. Ja. Das ist echt gut. Ja. So, kommen wir mal ein bisschen Technik, langweilige Technik. Du kannst es öffnen. Ja, ich kann es öffnen. Genau, mach mal auf. So, da hast du Technik. Ah, hier, Multiplus, 5 kW. 5 alles KW blau. Richter, alles blau, alles von Victron. Richtig, ja genau. So, was haben wir denn hier alles? Ein Charger haben wir drin. Es steht alles auf 24 Volt, Victron, oder? Hier. 24 Volt, aber wir haben auch ein 230 Volt Netz, ja. Genau. Cool. Also das Übliche. Ja. MPPT nehme ich an. Dann hast du hier zwei Lader. Zwei Booster Lader. Hast du auch. Du hast ja keine 230 Volt Lichtmaschine oder so Späße mit 5 kW oder so. Wir haben, das Fahrzeug hat eine verstärkte Lichtmaschine mit 3 kW. Also mit dem könnte man auch dann die Batterien laden. Oder man macht es halt mit dem Photovoltaik. Das Fahrzeug selber hat 1800 Watt Solarpanels auf dem Dach. Hast du gewusst, dass du mit dem Multiplus sogar zurückspeisen kannst ins Netz? Habe ich gehört. Der geht auch wirklich so. Weil es geht definitiv. Der Haupteinsatz ist nämlich gar nicht in solchen Geräten, sondern die stehen eigentlich in Solartechnik und keine Ahnung. Aber sie funktionieren hervorragend und sind auch rüttelgeprüft. Der Schand, wo ist der? Der da unten? Der ist unten, genau. Mhm. Ja. Ja, wir verwenden darüber hinaus eine Luxonsteuerung. Was ist das? Das grüne Element hier oben. Habe ich noch nie gehört von. Für Eingänge und Ausgänge. Ist Luxonsteuerung ist frei programmierbar. Damit steuern wir unsere Verbraucher an. Okay, da sind entsprechende Aktoren dahinter oder was, die du schalten kannst? Genau, das sind du kannst diese Schalter hier frei programmieren.
Und und auch sämtliche anderen Verbraucher halt, wie zum Beispiel die Klimaanlage. Mhm. Und das Ganze kannst du auf eine App übertragen und dann zum Beispiel vom Fahrer aus kurz vor der Ankunft. Ist das was Neues? Oder? Kabine, ist das neu? Wo kommt das her? Aus der Haustechnik von zu Hause oder ist das speziell für mobil? Wir kennen es speziell für die mobile. Mhm. So neu finden wir das jetzt nicht. Also wir haben es auch schon in unseren Altfahrzeugen gebaut. Ich kenne ja nicht alles. Also es ist ja mit hinzu. Was mir auffällt, ist, dass die Klimaanlage funktioniert. Also die fängt langsam an zu kommen. Genau. Und du hörst sie kaum. Also das ist eine Dachklimaanlage, wäre hier ein Frevel und auch blöd, weil die Äste, die... Nein, das ist keine Dachklimaanlage, das ist eine Staukastenklimaanlage. Das ist gut, ja. Ja, genau. Ja. So, dann hast du zwei Tische. Wir haben zwei Tische, genau. Wir wollten einen großen Tisch haben, aber der ist halt zweigeteilt. Wenn ich beide Tische ablasse, habe ich eine zusätzliche Liegefläche von 2 Meter mal 1,10 Meter. Ich kann aber auch nur den größeren ablassen. Dann lege ich die beiden Seitenpolster drauf. Ach, du kannst ja noch essen. Das ist ja cool. Warte mal, das heißt, wir können es jetzt hier reinsetzen, können es hier angucken, können uns lieb in die Augen schauen und sagen, wir essen heute mal Spaghetti Carbonara. Genau, wir müssen uns nur überlegen, wer kocht und wer spült. So, auf der linken Hand ist denn der Eisbär oder der Elefant? Antilope. Genau, richtig. Genau. So, mach mal auf bitte. Und jetzt kommen ganz viele böse Fliegen und deswegen machst du jetzt mal den industriellen Fliegenschutz hoch. Das ist ja brachial, das Teil. Genau. Ist das ein Magnet? Man kriegt den noch auseinander, den Magnet? Aber das hat schon Power, oder? Das hat schon Power, genau. Das soll ja auch lange halten. So, oben ist die Verdunkelung. Oben ist die Verdunkelung. Die kannst du auch komplett runterziehen, wird auch mit Magneten gehalten. Und geht auch wieder komplett auf. Ja, das, wie gesagt, das ist mir bekannt von Salzfenstern, aber in einer etwas anderen. Trotzdem bewährt, ja. In einer etwas anderen Qualität. Da oben übrigens wieder dieses, die indirekte Beleuchtung, die übrigens ganz bisschen flackert. Also es könnte eine Pulsweitenmodulation sein auf dem Licht. Was hast du für eine Expertise? Was hast du gelernt? Ich habe Mess- und Regelungstechnik studiert. Mein Kompagnon hat Maschinenbau studiert. Ja, das ist die Expertise. Wir kommen aus einem Maschinenbauunternehmen. Das Fahrzeug selber ist komplett durchkonstruiert. Mit was habt ihr das gemacht, Software? SolidWorks. Ah ja, mit was sonst? Ja. Okay, also ihr seid Vollprofis eigentlich. Habt euch das angeschaut und dafür, dass es quasi ein Prototyp ist, muss ich sagen, der sieht schon so aus, als ob ihr ihn verkaufen könnt. So würden wir den auch verkaufen. Also wenn du dir nachher nochmal die Küchenverarbeitung ansiehst, wir haben extra nichts versiegelt, weil sämtliche Holzplatten und Holzfronten CNC gefräst worden sind, basierend auf Zeichnungen von uns. Das kenne ich, das habe ich in Fehmarn gezeigt von einer Firma, die entsprechende Kastenwagen baut und der macht das genauso. Okay. Der kann auch unglaublich viele Layer machen, du siehst auch drinnen, was drin ist und du kannst eigentlich das ganze Auto bauen, komplett am Rechner und kannst es dann auf die CNC schicken eigentlich, oder? Genau, richtig. Und das habt ihr gemacht? Das haben wir gemacht, ja. Das heißt, die Küche ist kein Küchenbauer, die habt ihr gebaut? Die Küche haben wir zusammen montiert und die ganzen Platten kommen halt von dem Möbelhersteller oder Möbelschreiner, der halt auch für Möbelhäuser dementsprechende Fertigteile oder Bauelemente herstellt. Sag mal hier, was ist hier an Bord? Was habt ihr an Lithium? 1000? Wir haben im Moment 3 Batterien an Bord, Lithiumbatterien von Victron mit einer Gesamtleistung von 600 Ampere. Auf 24 Volt? Auf 24 Volt. Also 1200 Ampere nach alter Rechnung. 1200 Ampere, alter Rechnung. Okay. Ja, 12 Volt. 12 Volt. Aber wir können auch dementsprechend erweitern. Wie erweitern? Mehr als eine vierte, eine fünfte und eine sechste Batterie. Ja. Cool. Solar auf dem Dach? Solar auf dem Dach. Bei dem Fahrzeug eine Gesamtkapazität 1800 Watt oder Gesamtleistung 1800 Watt. Peak. Ja. Okay. Also selbst jetzt, wenn es grau ist draußen, macht die noch so 250 Watt dann oder so. Das ist der Plan. Ansonsten kannst du es halt ja noch mit der versteckten Lichtmaschine aufladen. Okay, kriegst du nicht leer. Dann, ich sag mal, ihr habt natürlich 230 Volt an Bord, deswegen Victron. Das ist Strom wie zu Hause. Und Induktion nehme ich an. Induktionsherd, 2 Platten. Dadurch, dass wir elektrisch backen, können wir es kombinieren mit einer Mikrowelle. Das ist in diesem Fall das Gerät.
Wir haben einen Kühlschrank, der befindet sich vorne im Eingangsbereich. Den habt ihr gut versteckt. Den haben wir gut versteckt. Der lässt sich von der linken Seite öffnen, wie als auch von der rechten Seite. Also man kann auch von außen den Kühlschrank super aufmachen, wenn man sich ein Kaltgetränk nimmt, wenn man draußen grillt. Oder es ist auf dieser Messe kein Gag mehr. Weil, ich weiß, aber... Ist vielleicht nicht, aber er ist schön schmal und passt da sehr gut. Es ist auf der Abenteuerallrad ist das ein Gag, ja. Aber hier hat es leider jeder. Sag mal, ich darf mal kurz die Tür zeigen. Die hat außen Edelstahl. Oder was ist das? Alu? Nee, ist Edelstahl. Edelstahl. Wenn die gerade mal aufmachst, weil das ist, allein das hier ist schon fast Carporn, wie ihr die gebaut habt, wie schön das ist. Guck mal hier. Das ist. Und ihr habt auch so, warte mal gerade, ist das da oben jetzt gekantet, geschweißt? Was habt ihr damit gemacht? Das ist auch Gärung gearbeitet und dann verklebt. Darf ich mal sehen, mach mal zu? Ja. Ja, gut, was halt so die Maschinen halt so hergeben, oder? An Genauigkeit. Genau, richtig. So. Und, ja, ich weiß nicht, ob das ein Highlight hier ist oder auf der Abenteuerallrad, aber wir haben... Auch eine haushaltsübliche Waschmaschine an Bord. Die darfst du nicht zeigen auf der Abenteuerallrad. Ja, da ist das schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die hat doch jeder Student im Studentenwohnheim. Warum nicht auch im Fernreisemobil? Man will ja auch mal waschen. Man will auch mal waschen, aber für uns ist halt wichtig, dass wir halt auch eine haushaltsübliche nehmen mit einer dementsprechend großen Trommel. Eine Samsung habe ich auch. Ich habe eine Spülmaschine von Samsung und eine Waschmaschine. Ja. Okay. In Werther-Technologie hat die sogar. Das heißt, die kann moduliert werden, der Motor. Das ist ziemlich cool. Ja, der geht denn langsamer oder schneller? Okay. Das ist richtig cool. Also du kannst dann, du machst dann ganz und geht die hoch, ja. Okay. Also. Ja, der Vorteil ist, sie geht nicht mal an und aus und das Auto wackelt nicht die ganze Zeit und die Stromaufnahme ist sehr gleichmäßig. Also das ist der Vorteil von den was auch immer. Ja, dann was ist da drin in dem dahinter? Hier? Ja. Können wir mal gerne aufmachen. Ein großer Schrank, der auch Hängemöglichkeiten gibt. Wir haben hier im Moment halt unsere Taschen untergebracht und die Getränke. Ja. Ist das Schrankmaß Standard hier, die Breite? Oder ist das Zufall? Das ist, haben wir jetzt so ausgewählt. Wir bauen ja, sag mal, mit dem Kunden zusammen, kreieren wir ja den Grundriss und legen ja dann auch die Schränke fest. Nee, ich frage mal, weil da unten drunter ist jetzt die Waschmaschine, deswegen dürfte das ein Standardmaß sein, also vom Schrank, weil die reinpasst. Das war die Frage. Okay, aber diese ganzen Bretter und so weiter, das wären ja von uns extra für dieses Fahrzeug so hergestellt. Ich denke ja schon weiter. Wenn ich jetzt einen Gefrierschrank da reinmachen will, dann passt der rein. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, war ja so eine Idee. Ja, das würde gehen. Ja, ich bin ja so praktisch, wenn die Kunden denn denken. Das heißt, da oben könnte man dann noch ein Zusatzstandard-Haushaltsgerät reinmachen, zum Beispiel einen großen Kompressorkühlschrank. Dann würde das vielleicht gehen, wenn man da einen Kühlschrank hat. Sehr schön. Ja, bei 1,8 kW Peak auf dem Dach kannst du ja alles einbauen, ja. Du könntest auch elektrisch heizen hier. So, und das ist natürlich richtig schön Blanco-Standard wie zu Hause. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Standard. Das ist nämlich keine Standard-Arbeitsplatte aus Pressspan, sondern das sind zwei Multiplex-Platten miteinander verleimt, mit Umleimer und auch dementsprechend furniert. Also sie ist nochmal einen ordentlichen Ticken besser oder robuster als eine normale Standard. Und HPL oder drauf? Oder CPL? Das kann ich dir nicht sagen. Nein, nicht schlimm. So, wir gucken mal. Aber auf jeden Fall kratzfest, oder? So. Auf jeden Fall kratzfest, ja. Genau. So, und dann darf auch nicht fehlen, wo habt ihr die her, dass sie genau reinpassen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Passen. Passen, ja. Gut. Genau. Oben? Oben, ja. Alle Schränke sind so aufgebaut wie dieser. Halt, hier sieht man nochmal das Multiplex in der Rohform. Wir haben Spalte, sodass die Schränke halt hinterlüften können. Wir haben hochwertige Scharniere, die man auch nachstellen kann. Wir haben überall dieses bewährte Schließsystem, was wir eben schon gesehen haben, was ja auch in Flycases verwendet wird. Es springt auch nicht auf, wenn der fährt. Also das ist sehr sicher. Nein, das ist sehr sicher. Es springt nicht auf. Ne? Alle Schränke haben eine Innenbeleuchtung, die kann man ein- und ausschalten. Zusätzlich gibt es halt dann zu der Innenbeleuchtung hier noch eine Außenbeleuchtung, mit der dann die Kabine indirekt erhellt wird. Ich glaube, du hast das noch gar nicht gerafft mit diesem Spiegeleffekt, dass es so unendlich ist, oder? das hat wahrscheinlich das Planungsprogramm nicht so gezeigt, oder? Das hat das Planungsprogramm bestimmt so nicht gezeigt, ja. Aber das ist alles Infinity hier. Egal, wo du hinguckst, du hast das Gefühl, die Decke hört gar nicht mehr auf.
Das, ich kenne das von Spanndecken, die sind ja auch meistens hochglanz, die kriegst du auch in matt. Okay. Aber ihr müsst das so lassen. Weiße Decke. Ja, dann lass. Und das Coole ist, hat einen netten Nebeneffekt, du kennst den. Du kannst die Stechmücken finden. Das ist sicherlich wahr, ja. Wenn du so praktisch Camouflage-Muster, dann ja, dann wird es schwierig, genau. So, Steckdosen habt ihr auch drin? Wir haben Steckdosen drin, das ist die Lüftung für den Ofen. So, hier drunter? Unter Schränke, Schränke, Schränke. Okay, also handelsübliche mit Zwischenschubladen. Richtig, genau. Also die Schubladen dementsprechend genau, ja. Das ist das, sind so Muster für die verschiedenen. Darf ich mal sehen, die Muster? Ja, bitte. Sollen wir mal kurz gucken. Also jetzt der Ausbau jetzt gefällt mir sehr gut, zumal du Akzente setzen kannst. Ja. Mit dem roten Leder zum Beispiel. Das verändert hier das ganze Fahrzeug und das sind die Möbelfarben. Das sind, darüber hinaus gibt es ganz viele mehr. Das sind halt jetzt nur die größeren Muster, die wir mal bereitgestellt haben. Mhm. Wie gesagt, es gibt 200 verschiedene Dekore in dieser Art, mit Hochglanz, in verschiedenen, in allen möglichen Farben. Also mein Tipp ist, ich würde genau das verkaufen. Je mehr du Auswahl bietest, seid ihr Kunden. Schwieriger wird es vielleicht. Ja, ja, genau. Das, aber die Interessenten haben schon ganz konkrete Vorstellungen. Ich glaube das auch. Also das, ja. Ich meine, ihr könnt ja auf Maß bauen, ihr könnt alles anpassen auf der CNC. Das ist so. Wenn einer sagt, will ich haben. Dann machen wir das, genau. So, unten auch. Das hat man, glaube ich, schon. Ja. Wir machen mal diesen Schrank auf. Mhm. Ja, großer Schrank. Da kann man übrigens noch ein Haushaltsgerät reinmachen, falls jemand fragt, zum Beispiel einen Trockner. Oder ein paar Bretter oder Hängeware. Ja, auch gut. Und last but not least? Dieser hier. Ja. Gut. So, kommen wir mal zum Wichtigsten. Jawohl. Dem Bett. Dem Bett, genau. So, das du magst mal hochsteigen? Jawohl, dann tauschen wir. Warte, wir tauschen mal gerade. Oder du gehst vielleicht erstmal zurück. Ich gehe mal zurück, film das mal. Ja. Ein Querschläfer. Genau. Stopp, das war viel zu schnell. Das ist einfach eine Trittstufe, die kannst du ausklappen. Eine Trittstufe, die kannst du ausklappen. Und die hält dich? Die trägt 200 Kilo. Wow. Die okay. trägt 200 Kilo. Ja. Ich wiege jetzt keine 200 Kilo, aber würde gehen. Ja, sieht so harmlos aus, aber das heißt, das ist auch eine Sitzbankerweiterung. Genau, ist eine Sitzbankerweiterung. Wenn ich jetzt das Polster hier drauflege, kann sich noch jemand zusätzlich zu der Dinette hinsetzen. Ansonsten würde man dieses Polster auf diesen Tisch legen und dann wäre das halt Teil der kompletten zusätzlichen Liegefläche. Wenn es so unten ist. Wenn so unten ist. Aber wir wollten über das Bett reden. Ja. So, ja. 2 Meter lang, 1,50 Meter. Du musst dich mal legen. Die Leute können sich das nicht vorstellen, ich weiß. Und zieh dir die Schuhe aus, weil 2 Meter lang, das gibt immer einen Shitstorm, wenn du es nicht machst. 1,50 Meter breit, so, Matratze ist 1,40 Meter breit. Ja, warte, kannst du alles gleich erzählen, man hört dich nicht. Aber gleich, leg dich mal ruhig mal ins Bett. Denn der Vorteil ist, ich habe einen laufenden Meter mit dabei. Deine Größe nochmal 1,86. 1,85. 1,85. Oder 1,84, je nachdem. Genau. So, und hier kannst du rausgucken. So Späße wie Hubstützanlage habt ihr nicht, aber ihr habt wahrscheinlich eine Reifendruckregelanlage. Darüber könnte man noch ein bisschen was machen, oder? Wenn man noch weiter hoch sitzen möchte? Nee, wenn man es gerade stellen will. Wenn man es gerade stellen will, ja, genau. Ja, ich sitze noch relativ gut, obwohl das Bett selber ja höher gelegt ist, damit wir halt viel in der Garage unterbringen können. 2 Meter lang, 1,50 Meter breit der Schlafraum, die Matratze 1,40 Meter breit. Ich bin überzeugt. Also das ist alles gut. Das Coole finde ich, das ist Froli. Original, Froli? Froli Original. So, und dann eine ordentliche Matratze drin, Bettauflagen. Also was du sagen willst, du kannst da drin sitzen und kannst da noch was lesen, du kannst dich hinten anlehnen. Leselampen, wir haben hier Einlegfächer für Brillen, Handys. Diese beiden Schränke im Innenbereich am Kopf sind auch so tief, die gehen runter bis zu dem Matratzengrund, auf dem die Matratze aufliegt, sodass ich hier auch noch Hänger reinbringen kann. Sag mal, blöde Frage. Unter dem Fußboden ist kein Doppelboden mehr, sondern da ist direkt Sandwich, nehme ich an, oder ist er noch? Sandwich, ja, genau. Okay, ja. Nur, dass ich ungefähr das verorten kann. Aber kein Wartungsboden oder so etwas drin. Gott, ja. Okay. Wenn jemand eine Fußbodenerwärmung haben möchte, das könnte man machen? Das könnte man machen, würden wir dann elektrisch machen, ja. Gott, okay. Also da im Fußbereich, zum Beispiel unten an der Dinette oder so, wenn einer sagt, will ich unbedingt haben, da findet ihr eine Lösung. Das ist möglich, ja.
Gut, drei Schränke bitte mal einen öffnen. Die sind alle beleuchtet? Die sind alle beleuchtet, genau. Und die Beleuchtung kann man natürlich ein- und ausschalten, wie hier wieder diese Hinterlüftung. Und oben drüber das Ambiente-Licht, das man über die Luxonsteuerung auch noch in allen möglichen Farben kreieren kann. Per App. So. Per App. Wenn man das will. Wenn man das möchte, richtig. Okay. Jetzt haben wir hier diese Schalter, wie funktionieren die? Habe ich nicht ganz. Die sind vollkommen frei programmierbar? Schalter ist frei programmierbar. Es gibt hier 5 Bedienungsfelder und das große in der Mitte, ist bei uns das alles aus. Und dann kann man halt über diese Schalter verschiedene Szenarien auch hinterlegen. Wie kann ich mir denn merken, was ist? Da steht ja nichts drauf. Steht nichts drauf. Merken. Merken. Das hat man dann ganz schnell drauf. Also mit der Zeit weiß man, was ist. Mit dem Fahrzeug gefahren ist, hat man das. Ich muss dazu sagen, ich bediene ja im Moment auch Lichtschalter, da steht ja auch nichts drauf. Das heißt, du kannst es frei programmieren. Kann der Kunde es ändern eigentlich? Ist das so einfach? Wenn er die Möglichkeit dazu hat, also die technischen Möglichkeiten hat, ja. Okay, das ansonsten kriegt das fertig von euch programmiert. Und alles, was man drückt, kann man auch dimmen, nehme ich an. Du kannst auch dann eine Dimmfunktion hinterlegen. Oder du machst es über die App. Ja. So, nochmal. Also hier oben ist ja jetzt rein weiß. Und das könntest du zum Beispiel Lichtfarbe, zum Beispiel 3700 Kelvin, warmweiß machen. Du könntest es warmweiß machen. Du könntest es so programmieren, dass es grün ist, dass es rot ist. Aber jetzt ist es halt mal weiß. Jetzt ist es halt weiß, ja. So, und da oben das Blaue ist das gleiche oder bleibt das Blau? Das ist jetzt so programmiert, dass es blau scheint. Das kann man auch anders, auch in Rot oder in anderen Farben hinterlegen. Okay, das war die Frage. Das weil gilt für das ganze Auto. Genau. Okay, verstanden. Ja, es ist vieles neu bei dir. Ich meine, ich habe ja schon lange keinen Aufruf mehr gefilmt. Die Abenteuer Allrad war jetzt schon ein bisschen her. Ja. Ich meine, da haben wir ja ganz viel gemacht. Ja. Aber ihr habt viel Wert auf Pragmatismus gelegt. Alles muss funktionieren, soll sinnvoll sein. Du sitzt übrigens gerade mit dem Poppes auf deinem Dreieck, Kräfterdreieck. Was du selbst konstruiert hast, oder wie? Das hat ein Konstrukteur bei uns im Unternehmen gemacht, ja. So, komm, wir setzen uns mal hier hin. Und wir zeigen noch einmal kurz, ihr habt eine Autotherme drin. Das finde ich schon mal cool. Ja, genau. So, das warme Wasser, wie macht ihr das? Durchlauferhitzer. Hast du gesehen in Halle 3 ein Autotherm Warmwasserboiler, der über Luft beheizt wird von der Autotherm? Ich hatte keine Zeit für einen Rundgang, sorry. Schick dir ein Video. Ja. Hat einer gebaut hier, ein Deutscher. Ja. Kostet 400 Euro mit Heizstab drin. Okay. Und du kannst über die Warmluft das Warmwasser machen. Aha, okay. Wenn man noch Platz hat. Okay. Dann Victron. Victron. So, was sehe ich alles so Standard? Ja, Standard. Wir haben hier jetzt die Seite, wo man halt dann das Energiemanagement sehen kann. Man kann dann später noch sich die verschiedenen, Warte mal, ich geh mal ein bisschen näher ran. Wenn du mal gerade die Kaffeemaschine ein bisschen rüberholst. Ja. Ich liebe sie zwar sehr, aber jetzt ist gut. Genau. Das gibt, wie gesagt, das Batteriemanagement oder Lademanagement, wie es im Moment sich darstellt, wer welche Lasten hat. So, zurzeit läuft ja die Klima, die zieht so 700 Watt, der Rest wird wahrscheinlich der Rest sein. Genau, ja. So, cool. Also mit Victor macht man nichts falsch, zumal das System auch immer am Landstrom hängt und eine automatische Überwachung macht, wie viel benötigt wird und das Fehlende ja ergänzt. So hat zumindest mir ein Spezialist von Victron mir das. Ich komme mit den Schränken nicht klar. Du musst, guck mal hier, das wirkt so. Das ist so ein cooler Effekt, siehst du das? Tatsächlich, ja. Hast du noch nie gesehen so? Nein, tatsächlich noch nicht. Nein. Aber es fällt mir auf, du stehst da und es ist Infinity. Also das Raumgefühl ist unendlich hier in dem Auto. Okay. Positiv. Positiv, ja, genau. Ja. Hast du sowas noch nie gesehen? Also. Man soll sich halt hier wohlfühlen und sich nicht eingeengt fühlen, wie das vielleicht in anderen Fahrzeugen der Fall ist. So, da oben sind wahrscheinlich die Klimaauslässe von der. Das sind die Ausströmer für die Klimaanlage, genau. Ja. Man kann auch heizen mit, hast du eben gesagt. Genau, das ist eine Wärmepumpe, Klimaanlage. Komm, wir setzen uns mal, dass wir mal ein bisschen hier Tacheles reden. Denn das Ganze ist ja so, dass die Leute, die euch noch nicht kennen, die können zu euch kommen, die können nur jetzt Iveco-Moment oder was habt ihr mit dem Plan? Oder ihr könnt alles bauen? Vorzugsweise bauen wir auf Iveco und dann auf Mercedes Arox Fragestelle. Da haben wir die Erfahrungen mit. Darauf können wir aufbauen. Wenn jemand mit einem anderen Fahrgestell kommt, ist das auch kein Problem. Hat halt nur bedeutet einen größeren Planungsaufwand auf unserer Seite und dann halt dementsprechend Lieferzeit. So, und du weißt ja immer, was passiert, wenn ich so Videos sende. Ja, dann kommen ja Leute, wie viel könnt ihr denn bauen?
Wir haben die Kapazität, dass wir 3-4 Fahrzeuge im Jahr bauen können. So, zurzeit könnt ihr noch ganz gut bauen? Zurzeit können wir ganz gut bauen, ja. So, also du hast noch mal was gelernt, du bist Maschinen... Mess- und Regelungsingenieur. Was heißt das, Mess- und Regelungs? Was macht man da so normalerweise? Fachbereich Elektrotechnik. Und die mit Maschinenkontroll, Maschinensteuerungen, ja. Also zum Beispiel, du kannst so eine Produktionsstraße, kannst du machen, da gibt es SPS, damit hat es nichts zu tun. Damit hat es auch zu tun, richtig, ja. Siemens SPS zum Beispiel, wäre, ja, habe ich, könnte ich machen, mache ich aber nicht in dem Unternehmen jetzt bei. Ja. Man könnte ja auch eine Siemens einbauen, also hier als Steuerung, aber ich glaube, das wäre mit Kanonen, oder? Gibt es im Moment, glaube ich, Lieferzeitpunkt. Und das Ding ist auch relativ teuer, muss man sagen. Man braucht es auch nicht hier drin, oder? Das heißt, du könntest ja alles damit steuern, Licht und hab, wird vielleicht überdimensioniert, ja. Habe ich schon gesehen in Wohnmobilen. Aha. Habe schon gefilmt, ja, in mehreren sogar. Die haben eine Siemens, ich glaube, wie heißt das Bedienteil, das neue, also dieses, egal, komm, anderes Thema. So, das heißt, ihr könnt es dann konstruieren, ihr könnt es bauen. Richtig. Ihr baut das selber oder wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 15 Mitarbeiter und wir bauen alles selber, beginnend mit dem Zwischenrahmen. Das macht ein bepartnerter Fahrzeugbauer für uns. Alles, was mit dem Fahrzeug zu tun hat, den Anschluss des zweiten Dieseltanks zum Beispiel, das macht auch der Fahrzeugbauer. Aber mit dem Zwischenrahmen fangen wir dann halt an, dass wir selber planerisch tätig werden und das auch mit unseren Mitarbeitern durchführen. Ist das ein Startup, was ihr gerade gemacht habt? Ich glaube, Startup wäre vielleicht zu viel. Wir haben vor 5 Jahren angefangen, halt, dass wir im privaten Bereich basierend auf Altfahrzeugen. Ach so, du hast ja gesagt, die Kabinen schon gebaut hat. Genau, Kabinen auch gebaut haben. Und das gefiel uns dann so gut mit der Szene, mit den Leuten, die man trifft, dass wir beschlossen haben, dass wir es auf eine professionelle Basis probieren möchten. Ja, noch ein, zwei Worte zum Iveco-Service, der ist erhaben. So ähnlich wie der MAN-Service im Nutzfahrzeugbereich. Also sollte mal irgendwas sein, du kriegst auch Ersatzteile wirklich auf der ganzen Welt. Es ja. ist wirklich so, oder? Also fast auf der ganzen Welt. Wir finden, dass sag mal, das Händler- und Servicenetz von den Herstellern, die du genannt hast, dass das sehr hervorragend ist. Und wir sehen auch keine Probleme mit Neufahrzeugen in entlegene Gegenden zu fahren. Also bitte. Verortet bitte Iveco in eine andere Schublade. Das ist professionelles Zeug, muss man schon sagen. Auch der Daily 4x4 ist richtig professionell. Gerade hier der, den du jetzt gerade fährst, der hat einen Drehmoment. Also das ist unglaublich. Also du fährst damit, gerade mit der Tonnage, die ihr bewegt hier, das ist ja gar nichts. Also das ist, ich sag mal, das zieht er mal eben so weg. Und ja, ist ein wirklich ganz tolles Fahrzeug. Kann man das mal fahren, das hier, oder ist das schon verkauft, das hier? Dieser Eurocargo ist noch nicht verkauft, nein. So. Was soll denn kosten, so Pi mal Daumen? Das ganze Fahrzeug, wie es hier steht, kostet 400.000 Euro. Mhm. In der brutto. Grundversion, brutto mit Fahrzeug, in der Grundversion 350.000 Euro. Okay, also wir hier stehen mit allen Extras 400.000. Richtig. Und ja, das muss man jetzt einschätzen. Also das hier ist High-End. Ihr seid mal mitgefahren in der Kabine, mal so testweise, ob der Möbelbau klappert. Hier hat nichts geklappert. Gott, das wollte ich hören. Also eventuell hier die Haushaltsgeräte, die, wenn da noch was drin ist, so ein Rost oder so, ja, das sage ich immer, weil die sind ja nicht gebaut für eine, ja. Die sind nicht gebaut für den Einsatz, so oder weiteres im Offroad-Gelände, das stimmt. Ja, man muss schon gewisse Vorkehrungen treffen, aber das liegt ja dann in der Tüchtigkeit des Fahrers oder der Fahrerin. So, ich bin zu spät, es tut mir leid, du hast mich 5-mal angerufen. Ich war zu spät, aber ich habe gesagt, ich komme heute noch und dann komme ich auch noch. Das finde ich also total super von dir. Ehrlich? Vielen Dank, ja. Ja, gerne, super. Weil es war wirklich viel los und du bist auch das einzige Offroad-Fahrzeug, was wir filmen auf der Messe. Wir haben morgen nämlich keine Zeit mehr. Ich war bei Kerkham noch 2-mal, aber das hat sich dann irgendwie nicht ergeben, weil die irgendwie keine Zeit hatten. Weil ich wollte sie unbedingt mal filmen. Auf der Abenteuer-Allrad war ich am Sonntag da. Die bauen auch gute Autos, muss man sagen. Aber das hier vom Design her, von diesem Infiniti, was du ja noch nicht gemerkt hast, ja, da lacht er sich jetzt tot, dass ich das so empfinde. Aber ich empfinde es als extrem, wenn du mal gerade da bleibst, als extrem luftig. Also wenn du jetzt hier dich hier in die Ecke stellst, du hast, und das wird wahrscheinlich auch das Startbild hier werden. Und ich glaube, das wird ein Erfolg mit dem Startbild, weil von außen ist es eine, ich sag mal, relativ nüchterne Optik. Es fällt nicht so auf, soll es ja auch nicht.
weil du ja in Länder fährst, wo die Leute nicht gerade besonders reich sind unter Umständen. Und du gehst hier rein und hast innen eigentlich einen zweckmäßigen, modernen Aufbau, so würde ich mal sehen. Also wirklich viel Komfort. Viel Komfort. Soll wohnlich aussehen, wie zu Hause. Und ja, ich hoffe, das haben wir damit erreicht. So, bei euch wird ja kein Fernseher geguckt, oder? Nein, aber einen Fernseher kann man anbringen, hier bis zu 32 Zoll. Gott. Schöne Antwort. So, da kommen wir mit, wir gehen raus, winken mal dem Kollegen. Genau, ich mach mal die Tür auf, vielleicht. Du hast ja beide Hände voll. Aber die Elektrotechnik habt ihr wunderbar verbaut. Ja, das ist sehr ordentlich geworden. Vielen Dank. So, ganz wichtige Frage. U ist gleich? U ist gleich. R mal I. Mann, Scherz. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin ja Funkamateur, deswegen habe ich halt so wichtige oder unwichtige Sachen wie die Thomsonsche Schwingungsformel, die musste ich dann bis zum Erbrechen lernen. 1 durch 2 Pi mal Wurzel LC, kennst du vielleicht noch, aber die habe ich auch direkt wieder vergessen. Ich unter diesem Begriff. So. Also ganz ehrlich, der Kollege, ich habe dir extra gesagt, mach mal die Leiter weg, damit du ja nicht hochkommst. Ja, das ist so der. Ja, glaube ich. Wir haben einen geilen Effekt festgestellt. Wir haben eine Infinity-Decke, die den Raum quasi nach oben hin, und das musst du auf dem Video gucken, ich habe es hingehalten, der Raum wirkt doppelt so groß in der Höhe. Ja, das glaube ich. Also durch die indirekte Beleuchtung und die glänzende Oberfläche. Das ist das ein gewollter Effekt, sag ich mal. Weißt du, ich würde das Ding eigentlich nur deswegen bei euch kaufen, weil ihr beide, glaube ich, ihr seid total pedantisch, was die Qualität angeht, oder? Ja, da haben wir schon einen hohen Anspruch. Ja. Auch gerade was den Möbelbau betrifft, auch die Kabine. Wenn du mal die Maße geguckt hast. Die Spaltmaße. Spalt, genau. Ja. Bei der Küchenplatte haben wir extra mal offen gelassen und nicht versiegelt, damit man eben sehen kann, wie genau das gefertigt wird. Das wird ja alles bei uns gezeichnet im 3D und wird dann CNC bearbeitet und gefräst. Ihr seid nicht die Einzigen, ihr müsst das Video in Fehmarn gucken. Ja, der macht das genauso wie ihr auf Kastenwagenbasis. Ja, also der baut die in den Sprinter ein. Da ist ja nichts gerade im Sprinter. Das heißt, der hat dann alles entwickelt. Auch die Möbel hat er in CNC entwickelt, plottet die aus und Schreiner bauen die zusammen. Ist total easy, wenn das alles passt. Und es passt, oder? Ja, es passt. Bei uns wird es nicht ausgeplottet, sondern es wird dann direkt an der CNC-Maschine, sozusagen wird das Programm übertragen und dann werden die Möbelteile gefräst, 3D, und die Kanten werden umgeleimt und dann erhalten wir sozusagen die fertigen Teile, die wir dann zusammensetzen. Sag mal, das Sandwich backt ihr aber nicht selber, oder? Backe nicht, nein. Das Sandwich selbst wird zugekauft, aber wir bauen dann daraus die Kabine. Ihr habt da auch natürlich entsprechenden Einfluss drauf. Das heißt, auch das habt ihr natürlich. Dass wir wieder Verstärkungen drin haben im Sandwich, aus Holz, teilweise auch Stahl, genau. Wo die Rahmen sind für Fenster und sowas. Aber auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Kehlerleisten sind hier drin. Genau. Das ist alles da. Ja, jetzt mal eine blöde Frage. Habt ihr einen Showroom? Da stehen 15 Autos und ich kann mir die Grundrisse alle angucken. Oder wie ist das so? Habt ihr im Prinzip das Auto hier zum Gucken? Wir haben das Auto zum Gucken und ja, wir möchten noch auf weiteren Messen diesem Jahr ausstellen. Ansonsten ist jeder herzlich eingeladen, zu uns nach Meerburg zu kommen, in der Nähe von Düsseldorf, uns zu besuchen. So, also ich finde euch richtig cool. Und Auslieferung in 12 Monaten. Ihr habt mich angeschrieben per Mail, habt gesagt, bitte Sven, komm vorbei. Und dann war ich hier und habe mir das angeschaut. Leider sieht man es nicht gut. Es ist auch von außen, ich sag mal, ein richtiger Hingucker. Es fällt auf, aber ihr müsst es von innen gucken. Es ist genauso, wie du sagst. Es ist beides gut, von außen und von innen. Aber von innen ist es wow, oder? Ja, aufgrund des Infinity-Effekts. Ja, du lass dich jetzt. So, ich gehe jetzt. Da ist es. Das ist der QR-Code. Kashmir heißt das Unternehmen, Overlander 4x4 Living Offroad. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt auf Gebrauchtfahrzeugen bisher, auf alten Oldtimern habt ihr die Kabinen aufgebaut, in gleicher Verfahrensweise. Genau, da haben wir unsere Expertise her. Und das ist das Fahrzeug, mit dem wir dann erstmalig das auf einer professionellen Basis anbieten. Das hatte ich nämlich nicht verstanden. Also das war so. Was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Wir sind beide Geschäftsführer. Ich bin für den technischen Bereich zuständig. Und der Guido für den kaufmännischen Bereich. Als Elektromann. Du machst Kauf. Ich komme aus dem Maschinenbau, also die technische Expertise ist in beiden Fällen da. Aber organisatorisch muss man es ja trennen. Ja, großes Kino, ganz ehrlich. Wenn du mir noch kurz deinen Namen sagst. Rolf. Rolf. Ja, Rolf, Vor- und Zunahme. Wie bitte? Dein Vor- und Zunahme, Rolf? Rolf Engelsberg. Und du?
Riedel, Guido Riedel. Guido Riedel, so wie das Glas, habe ich letztes Mal schon gesagt, so kann ich es mir gut merken. Da ist es also wirklich komplett gebaut, also von dem Astabweiser vorne, der natürlich auch noch eine praktische Funktion hat. Wahrscheinlich kann man auch Gepäck drauf machen, bis hin zu allem drum und dran, aus einem Guss von, glaube ich, zwei Leuten, die es echt drauf haben. Leider ist es jetzt sehr dunkel geworden. Ich stelle mich mal auf die Seite, da ist es ein bisschen heller und da erschließt sich eigentlich auch mal das Fahrzeug komplett. Mich hat es fasziniert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Heute ist der 21. Januar 2023. Wir sind in der Halle 1 und darunter adäquate Fahrzeuge von Roller Team. Danke, tschüss.